Hallo Freunde der Horrorfilme, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Brain Freeze. Heute befasse ich mich mit wahren Horrorfilmen, also ich liste drei Horrorfilme auf, die auf wahren Begebenheiten beruhen und werde kurz und knapp erklären, was dahinter wirklich das Wahre sein soll. Zu den Filmen an sich, also zu der Geschichte hinter den Filmen, werde ich eine eigene Videoreihe machen und zwar, ich weiß nicht, wie ich sie nennen werde, irgendwie was steckt hinter, dann halt irgendeinen Filmtitel einfügen, aber ich werde hier trotzdem ungefähr was berichten. Diesmal habe ich mir drei Filme rausgesucht, die werdet ihr alle kennen, auf zumindest zwei von den Filmen werdet ihr bestimmt kennen, den dritten bzw. den zweiten von den dreien eventuell nicht, aber fangen wir gleich mal an. Wenn ihr weitere Videoideen habt, schreibt es mir in die Kommentare oder wenn ihr Filme kennt, die auch auf wahren Begebenheiten beruhen und wo ihr sagt, ey, das musst du unbedingt nachrecherchieren, das musst du unbedingt in dein Video packen, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ihr könnt dem Video einen Daumen hoch geben, wenn es euch gefallen hat und den Kanal abonnieren und wir fangen direkt an. Zuerst habe ich den Klassiker Texas Chainsaw Massacre. Die meisten werden mittlerweile wissen, dass dieser Film angeblich auf wahren Begebenheiten beruht. Und die meisten werden auch wissen, was daran das wirklich Wahre ist. Und damit weiß man auch, dass relativ wenig an dem Film wahr ist. Das einzig Wahre ist Leatherface, auch wenn es jetzt ein bisschen erschreckend kommt, aber keine Angst, wartet ab. Es gab nämlich früher, ich meine, es waren 60er Jahre oder so, einen gewissen Ed Gein, der ein Kannibale war und seine Opfer auch oft gehäutet hat. Also er war auch ein Mörder, muss man dazu sagen. Also er hat seinem Opfer ermordet, teilweise gegessen und auch gehäutet, vorzugsweise Frauen. Die Familie, um die es sich in dem Film handelt, also die Sawyer-Familie, gab es so jedoch nicht. Ob sich der Film irgendwie zufälligerweise auf einige Hinterwäldler-Familien in Texas beruht, weiß man nicht, das ist nicht bestätigt, aber man findet keinerlei Anzeichen dafür, dass diese Familie irgendeine Inspiration hat. Also kurz gesagt, das ganze Backwoods-Slasher-Flair im Hintergrund ist alles ausgedacht. Der Film ist also an sich fake, nur Leatherface hat eine Inspiration, die, sagen wir, ziemlich weit hergeholt ist. Weil abgesehen davon, dass es sich um einen Kannibalen handelt, der auch mal seine Opfer gehäutet hat, hat Leatherface rein gar nichts mit ihm zusammen zu tun, gemeinsam. Ich kann kein Deutsch. Also Leute, ihr braucht keine Angst zu haben, Texas Chainsaw Massacre ist nicht real. Fake! Als zweites haben wir Wolf Creek, ein Horrorfilm, den eventuell nicht alle kennen. Es handelt sich hierbei auch um einen Backwoods-Slasher. Wie ihr seht, haben es Backwoods-Slasher sehr, sehr oft an sich, dass sie irgendwie auf wahren Begebenheiten beruhen sollen, genauso wie paranormale Videos, Filme meine ich natürlich. Das hat es einfach an sich, weil es halt relativ einfach ist zu sagen, okay, dieses Outback-Ding ist einfach real. Kann man auch nie wirklich nachweisen und bestimmt gab es immer irgendwie einen ähnlichen Fall, deswegen. Aber zum Film. Im Film geht es um ein paar Boys, die im australischen Outback backpacken. Ein einsamer Einsiedler bietet ihnen Hilfe an, was sich später jedoch als Fehler herausstellt, weil er ein Psychopath ist. Das Krasse ist, dass der Film sich nicht nur an einem Ereignis, sondern an einer ganzen Mordreihe von 1991 bis 2001 inspiriert hat. Am meisten Inspiration hat der Film sich jedoch von Evan Millard, oder Ivan Millard, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, geholt. Und zwar war es ein Backpacker-Killer, der, wie man sich denken kann, Backpacker ermordet hat. Sogar ziemlich viele, bis er schließlich gefasst wurde. Er war so grausam, dass er die Wirbelsäule seiner Opfer so durchtrennt hat, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Und danach folterte er sie im Wald zu Tode. Er hat nach seiner Festnahme lebenslänglich bekommen. Zwei weitere Morde inspirierten den Film, aber die sind nicht so ausschlaggebend gewesen wie eben dieser Ivan Millard. Ich habe keine Ahnung. Also da muss ich halt ehrlich sagen, das ist schon echt richtig creepy. Ich meine, dieses Setting ist praktisch schon irgendwie krass real. Beziehungsweise man muss sagen, dass das Echte wahrscheinlich sogar noch härter ist, weil der Typ hat einfach die Leute so verändert, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Und dann hat er sie zu Tode gefoltert. What the fuck? Alter, wie krank kann man sein? Naja, auf jeden Fall, zum Glück wurde er festgenommen. Ich überlege mir auf jeden Fall, ob ich nochmal nach Australien fahre. Mal gucken. Als drittes auf der Liste habe ich einen Film, den ihr alle kennen werdet, und zwar Conjuring. Ja, der soll auch auf wahren Begebenheiten beruhen. Es gab nämlich ein solches Haus und seit 2019 soll es sogar einen neuen Besitzer haben. Auch Ed und Lorraine Warren waren wirklich Geisterjäger, die Menschen halfen. Das wussten wahrscheinlich eine Menge Leute von euch schon, weil es halt relativ bekannt ist, dass es reale Geisterjäger waren. Und sie halfen auch der im Film dargestellten Familie Perrin. Es gibt sogar Tonaufnahmen eines Interviews mit Mama Perrin. Sie kauften nämlich in den 70er Jahren ein altes Farmhaus, in dem es spuken sollte. Hier in dem Film eben das
dementsprechend Haus, in dem es halt spukt. Die älteste Tochter schrieb sogar 3 Bücher, in denen sie aus ihren Kindheitstagen berichtete, als sie Kontakt mit Geistern aufnahm. Natürlich weiß man nicht, ob das gestimmt hat. Ich meine, wenn das so viral geht und man eh irgendwie ein bisschen da in der Szene dann bekannt ist, dann ist es natürlich auch sehr naheliegend, dass man direkt ein Buch darüber schreibt. Aber es ist schon krass, dass es da Leute gibt, die sagen, ey, ich habe als Kind Geister irgendwie beschworen oder hatte Kontakt zu denen und schreibe darüber Bücher. Ähnlich wie im Film hat auch Lorraine Warren Kontakt zu den Geistern im Haus aufnehmen können. Sie hat herausgefunden, dass diese Geschichte des Hauses auf eine Bethesda Sherman oder Beth Sheba, die ganzen Namen sind so schwer heute, sie war eine Hexe und sie opferte ihren Sohn mit einer Nadel, um einen Pakt mit dem Teufel eingehen zu können. Seit ihrem Tod 1885 spukt sie dort rum, so zumindest Lorraine Warren. Also das hat sie angeblich von dem Geist halt gehört. Ich weiß nicht, warum ein Geist sowas zugeben sollte, aber ich bin kein Geisterexperte, also frag mich nicht. Auf jeden Fall sind das die 3 Horrorfilme, kurz gesagt. Ich will nicht so viel erzählen, weil, wie gesagt, ich möchte in meinem Format, was steckt hinter, oder ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde, weiter und beziehungsweise richtig krass drauf eingehen. Dann immer so 8 bis 10 Minuten, vielleicht auch weniger, vielleicht auch mal mehr, zu analysieren, was wirklich hinter einem Horrorfilm steckt. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn ihr weitere Filme habt, wie gesagt, schreibt es mir rein. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen und über ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann gebt dem Video halt ein Dislike. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao.